Jo, moin. In dem Video geht es um meine Settings und meine Crosshairs. Bevor ihr die Settings seht, seht ihr am Anfang erstmal ein bisschen Gameplay. Also für die Leute, die einfach nur ein normales Video schauen wollen, einfach gerne bis Richtung Ende schauen. Ab dem Ende zeige ich euch dann meine Settings oder ihr spult einfach vor, um die Settings zu sehen. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert gerne den Kanal. Vielen Dank für den Support hier und dann würde ich sagen, viel Spaß im Video. Oh, right side. Can you wall up? Nice, one back side with off. Still picking. Spike down. Fall down, please. Hold down. I dinked him. Jet dinked. Mid doors. Was lost. Unknown. Good job. Right. Vault. Dead. Haben wir Heal? Nee, ne? Chamber stairs. Bridge and stairs. Flashing yellow. Yes. One enemy remaining. He was on bridge. Was macht die denn da? Double Doors, Doors now, minus 50. Was macht die denn da? Last player standing. Grounded. Three. Oh mein Gott! Das ist schwer. Schade, Junge. Minus 70. Burn, links noch. Nice. Yushi. Beside. Bomber liegt mit unten. Nein, minus 100. Oh, nice try. First try. Oh. Schade, schade. Good Dico. Och, man. Last player standing. Night, night. One double door. One enemy remaining. Letzter war Base mit Operator. Ami, Junge! Was ist denn da los heute? Kranker Typ mit Jet. One Metal. Cube. Metal. Yikes. Cube dead. Bomb down. One enemy remaining. Neon was mid last time. Double. One enemy remaining. Nice. Oh, yes. Ja. Boom. Pop mid. Waiting for me. One more. Main cave. Right here. Oh, down. On the right side in the copy. Back down. One enemy remaining. Cave last 120. Oh mein Gott. Nice. Drax, was haben wir da für ein überkrasses Game, wir beide? Ich bin muted. Was haben wir da für ein überkrasses Game, wir beide? Wall mit. Boah, ins Gesicht. Go to B, someone. I have A alone. Poison's gone. Turn. Der ist Mitte bei mir. He's running A. Alter, ich hole mir das MVP, Rex. Was? Schön. Ja, das hättest du auch trotzdem nicht bekommen. Aber First Platz einfach fast so viel wie ich. Ach, was geht MVP denn? Combat Score Dingens, ne? Naja, ja, ich glaube schon. Ja, ja, doch. You can try to get the... Yeah, go back now, perfect kill. To CT, guys. Not defusing. He was no man, no? Oh mein Gott. Geht rein, Alter. Ab gut. Jetzt guter Spieler mit dem Crosshair. Ja. Nice, refrag. One more. I guess one yellow. Ja. Yeah. Keep it. Nice, dead. Oh, I don't. Spike down B. We have ult, Viper, go. Oh, wichtiger Kill, Junge. One enemy remaining. Guck, das ist immer wichtig. Ami, Junge, was hast du für einen Crosshair? Geil. Auf geht's. Das Crosshair ist cool, Mann. Ich hab gerade Jen. Einer ist links, los. Oh. Boah, ist da echt auch einer. Gut, das sehen wir uns. Böh, Mann. Nein.
On heaven, heaven. Ja, was ist das für ein Crosshair, Mann? Nein, was ist das für eine Scheiße denn von mir? Was mache ich denn? Was, Alter, wäre das ein geiles Ace gewesen? Wow! Was ist das für eine Scheiße? Nein, und hier geht's. Er hat den Arrow auf dich, wie ich den ummache. Ich schieß ihn einfach ab mit dem Arrow, Mann. Der leuchtet die ganze Zeit. Ich hab dich leider angelogen. Ich hab mein Game auf Englisch stehen. Viele fragen mich immer, wie ich das mache, dass meine Gegnerumrandungen gelb aussehen. Viele wissen es wahrscheinlich auch von euch. Auf Deutsch heißt es Gegnererkennungsfarbe. Ich möchte einfach die Gelb-Grün-Blindheit reinmachen. Settings bezüglich Maus habe ich beides 0,4. Und ich bin auf 800 dpi an der Maus. Mir wurde gesagt, Beta Raw Input Buffer sollen wir anmachen. Habe ich jetzt eigentlich an, seitdem das drin ist. Ich glaube, Rex meinte das zu mir. Map-Einstellungen müsst ihr gucken, wie ihr die am besten findet. Ihr könnt meine einfach kopieren oder halt eure eigenen machen. Hier, das ist der Streamer-Modus. Das heißt einfach, dass andere Leute euren Namen nicht sehen. Zum Beispiel, wenn ihr in der Runde seid und ihr spielt Sova, dann steht bei euch nicht euer Ingame-Name, sondern bei euch steht einfach für die Gegner und für deine Teammates Sova. Und alles, was hier an ist, müsst ihr halt für euch wissen. Ob ihr jetzt Blut anhaben wollt oder nicht. Oder Corpses sind halt die Körper. Wenn du jemanden tötest, dass dann der Körper einfach verschwindet. Müsst ihr halt gucken. Könnt ihr euch pausieren. So wie ihr es haben wollt, das ist halt einfach komplette Präferenz. So, bei Controls habe ich nicht viel geändert. Ist eigentlich alles recht Standard. Bis auf meine E-Ability habe ich noch auf meiner Maustaste. Ich spiele sehr viel Jet und jeder weiß es, wenn du nach rechts dashen willst, du kannst nicht E und D gleichzeitig drücken. Dementsprechend, wenn ich nach rechts dashe, benutze ich nach rechts laufen und meine Maustaste. Und wenn ich nach links dashe, nutze ich A und E. Was da einfach einfacher ist. Was Equipment angeht, habe ich, glaube ich, gar nichts geändert. Viele von euch haben bestimmt schon bei dem ein oder anderen Pro gesehen, dass sie das anhaben, dass du einfach gedrückt halten musst, wenn man anvisiert, oder gedrückt halten musst, wenn man in den Operator Zoom geht. Das gedrückt halten in den Operator Zoom ist cool, bin ich aber irgendwie nicht so, also ich kann mich damit einfach nicht anfreunden. Dementsprechend habe ich das aus. Wenn ihr das anmachen wollt, macht es gerne. Eventuell werde ich es auch noch trainieren. Aber ansonsten habe ich eigentlich alles recht auf Standard. Genauso wie bei der Kommunikation. Da müsst ihr einfach für euch einen Keybind finden, wo ihr einfach am besten in-game redet. Dauer senden ist kompletter Quatsch, also immer Push-to-Talk anmachen. Ich rede zum Beispiel mit meiner unteren Maustaste. Nee, mit meiner vorderen Maustaste so rum. Und habe sonst eigentlich alles hier auch nicht eingestellt, beziehungsweise auf Standard gelassen. Genauso wie bei Interface. Einmal durchscrollen, falls ihr das sehen wollt. Dann würde ich sagen, machen wir erstmal mit dem Videopart weiter. Ich habe jetzt Windowed Fullscreen, weil ich gerade das Video aufnehme, noch ein paar Settings bzw. Crosshairs umgestellt habe und weil ich immer raus musste für meine Settings gucken und so weiter. Da macht ihr Fullscreen, dann spiele ich auf 1920, 1080. Viele werden jetzt zum Beispiel 4:3 spielen, also ein bisschen stretched. Ich persönlich lasse es auf Full HD, einfach nur, weil ich YouTube-Videos mache. Ich streame viel Valorant und ich finde es einfach von der Grafik her einfach am besten und am cleansten zum Zuschauen. Bei den Limited FPS habe ich alles auf 244 gestellt. Ich habe einen 240 Hertz Monitor. Kann man auch auf 240 machen. Vorm Video hatte ich das alles aus. Braucht man eigentlich, glaube ich, auch nicht. Aber ich glaube, es ist besser, wenn man seine FPS auf jeden Fall capped. Ich habe es einfach auf 244 gemacht. Wieso? Keine Ahnung. So, Grafikqualität habe ich alles auf Medium. Was die ganzen Multithread Rendering und sowas angeht, habe ich absolut keine Ahnung von. Bin ich ganz ehrlich. Ich habe ein paar Sachen ausprobiert. Das sind so die Sachen, mit denen ich am besten klarkomme. Ihr könnt mir einfach mal Verbesserungsvorschläge dafür in die Kommentare schreiben, falls ihr irgendwelche Einstellungen habt, wo ihr sagt, das muss unbedingt so und so sein, das muss unbedingt so und so sein. Ich habe mich damit jetzt nicht wirklich befasst. Und ja, ich habe einfach ansonsten Texturqualität alles Medium. Das sollte eigentlich so passen. Stats habe ich alles auf Hide. Könnt ihr anmachen, um zu sehen, jetzt, wenn ihr eure FPS, Input Delay und sowas könnt ihr euch da anzeigen lassen. So, kommen wir zu den Crosshairs. Ich habe 5 Stück, glaube ich. 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Ich habe einmal Screams Crosshair. Sieht bei mir ein bisschen anders aus als bei Scream, weil Scream spielt natürlich nicht Full HD, soweit ich weiß. Könnt ihr euch trotzdem einmal, also, ne, wenn ihr es haben wollt. Crosshair Dot auf 3 und Inner Lines auf 111. Den Rest alles aus. Outlines an und alles auf 1. So, dann habe ich das Rentner Crosshair von Zonix. Bei ihm ist es noch ein bisschen anders, weil es bei ihm noch aufgeht. Aber ansonsten könnt ihr euch das auch gerne kopieren.
spiele ich ab und zu auch gerne. Wenn nicht mehr reingeht, dann nehme ich das. Dann habe ich ein kleines Crosshair. Mit klein ist gemeint das Gap, nicht die Außenlinie. Ich persönlich bin eigentlich immer ein Fan davon, wenn das Crosshair auf jeden Fall Outlines hat. Ich kann damit, also ich kann natürlich auch ohne spielen. Ich persönlich finde es aber eigentlich cleaner, wenn die noch eine Outline haben. Dann hat man so ein bisschen mehr Fokus auf das Crosshair. Dann habe ich einmal groß, ist einfach mit einem großen Gap. Eigentlich alles genauso bis auf 1424 bei Innerlines. Und dann habe ich noch einen Dot. Da müsst ihr einfach alles ausmachen. Bis auf Center Dot an. Ich habe auf meins auf Größe 3. Farbe weiß. Ich spiele meistens in grün. Bei dem Dot spiele ich gerne auch mal in weiß. Muss aber jeder für sich wissen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch mit den Settings helfen. Ich zeige Audio einfach aus dem Grund nicht, weil jeder sollte eigentlich die Soundeinstellung so machen, so laut und leise wie er will. Also das ist jetzt nichts dabei, was man halt zeigen könnte. Jetzt habe ich es gezeigt, könnt ihr euch kopieren. Also das ist auch Quatsch von mir. Danke fürs Zuschauen. Wie gesagt, falls euch der Content hier gefällt, einmal gerne den Kanal abonnieren. Ist kostenlos. Ist eine Sache von 2 Sekunden. Und würde ich sagen, viel Spaß im nächsten Video.